Hallo, es freut mich sehr, euch alle hier zu sehen. Als ich die aktuelle Episode 25 fertiggestellt habe, ist mir zum Schluss noch etwas aufgefallen. Da ich jedoch nicht vorhabe, den gesamten Film erneut zu erstellen und eine Menge Texturen zu ändern, dachte ich mir, dass es einfacher wäre, dazu einfach ein kurzes Statement abzugeben. Ich habe Flaggen für den Galaktischen Rat und viele andere Siegel entworfen, soweit so gut. Die Farbkombination Gold und Blau habe ich gewählt, weil sie mir im Design besser gefallen hat. Es besteht keinerlei Bezug zu aktuellen politischen Ereignissen. Das alles jetzt wieder umzuändern, entspricht einfach nicht dem gewünschten Design. Nun wünsche ich euch viel Spaß mit der Episode 25. Ach ja, wenn ihr schon hier seid, hinterlasst gerne ein Abo und einen Like. Ihr unterstützt damit diesen Kanal wirklich. Jetzt aber genug geredet, lasst uns starten. Wir sind die Entra. Wir haben euch das erste Mal im Galaktischen Rat gesehen. Wir bitten euch um Asyl. Henry war nur wenige Wochen zuvor im Galaktischen Rat erschienen und hatte auf Geheiß von Alana seiner Wut dort Luft gemacht. Jetzt meldete sich die erste der Flaggen Entra und bat um Asyl. Henry wollte gerade Talia und Verena befragen, was sie von der Sache hielten. Doch da drehten sich beide, ohne dass Henry ein Wort sagte, schon in ihren Stühlen zu ihm um. Kann das echt sein? Gute Frage. Kannst du keinen Kontakt mit Alana aufnehmen? Ich wäre diesbezüglich vorsichtig. Wir wissen nicht, ob wir damit Alana in Schwierigkeiten bringen. So wie ich den Bericht des Admirals verstanden habe, ist diese Welt jetzt im Umbruch. Richtig. Dennoch haben wir keinen Anhaltspunkt, ob die Entras nicht doch ein falsches Spiel spielen. Gehen wir davon aus, dass es so ist. Wie gehen wir also vor? Denn ihren Ruf müssen wir beantworten. In der Zwischenzeit sind so viele Sektoren auf Duroks terraformiert worden. Können wir sie nicht in einem dieser Sektoren weit ab von den anderen? Natürlich nur zu ihrem Schutz dort unterbringen. Dann hätte man ihrem Ruf nach Asyl stattgegeben, sie dennoch nicht integriert. Natürlich nur zu ihrem Schutz. Soweit die Theorie, wie machen wir das in der Durchführung? Der neue Sektor 24 wäre eigentlich bezugsfertig. Er besitzt jedoch noch keine Anbindung an das Transportsystem. Sie könnten also nicht überall urplötzlich auftauchen. Ich werde in Sektor 24 Cyborg in vollem taktischen Zustand als Wächter patrouillieren lassen. Du willst sie belauschen? Talia, wie willst du sonst herausfinden, ob es echt ist, was sie uns sagen? Talia, ich mag dieses heimliche Zuhören auch nicht. Erinnere dich bitte an die Tarax, sie haben uns seinerzeit mit dieser Rettungskapsel eine Bombe untergeschoben. Ich gehe einfach davon aus, dass uns die Xolox irgendeinen Kuckuck unterschieben wollen. Henry, was ist ein Kuckuck? Admiral, meinen Sie diesen Vogel? Richtig, Verena. Talia, es ist so, dieser Vogel legt seine Eier in fremde Nester und lässt sie dann von den anderen Vögeln ausbrüten. Treffender könnte man unsere derzeitige Situation nicht beschreiben. So langsam verstehe ich deine Metapher. Ich möchte, dass ihr beiden, noch bevor die Entra auf Durox ihren ersten Schritt machen, sämtliche systemrelevanten Geräte aus Sektor 24 entfernt. Jede Anfrage sei es zum Replizieren von Nahrung, Kleidung oder auch nur einem Nagel. Damit meine ich jedes kleinste Teil, das man zum Bau von etwas anderem benutzen kann, muss als Anfrage über dich gehen, Verena. Bevor du etwas replizierst, gleichst du alles mit uns bekannten Bauplänen ab. Sollte etwas, auch nur möglicherweise in einen dieser Baupläne passen, replizierst du es in einer anderen Materialqualität. Jawohl, Admiral. Henry teleportierte mit Absicht in die neu errichtete moderne City von Durox. Er wollte nicht, dass die Kommunikation direkt über die Quert geht. Es sollte sich sehr schnell herausstellen, dass sein Bauchgefühl richtig war. Entschuldigen Sie bitte, ich war gerade in einem anderen Sektor unterwegs. Es gab so viele in diesem Galaktischen Rat, die bereit waren, diesen Planeten an die Schlangen herzugeben. Deswegen verzeihen Sie mir, wenn ich etwas argwöhnisch bin. Ich verstehe, was Sie meinen. Ich würde dies gerne in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen ausräumen. Es steht Ihnen jederzeit frei, zu uns an Bord zu kommen. Das freut mich zu hören. Natürlich komme ich Ihrem Angebot sehr gerne nach. Erwarten Sie mich in wenigen Parsec. Sämtliche Kommunikationskanäle werden heruntergefahren. Es gab einen Versuch, über unser Kommunikationssystem einzudringen. Das hat nicht lange gedauert. Henry, du willst doch wohl nicht wirklich dorthin gehen? Ich denke, ich werde mir das Schiff anschauen. Verena, öffne mir einen Kanal zum Destroyer Durox. Admiral, Sie können sprechen. Beatrice, ich brauche einen deiner besten Piloten. Ich habe nicht viel Zeit, den Piloten zu unterweisen. Er muss also mit einem experimentellen Jäger wirklich schnell klarkommen. Henry, da habe ich die richtige Pilotin für dich. Wenn du Flügel an eine Kiste klebst, wird sie die Kiste fliegen. Ich schicke sie dir an Bord.
Ich danke dir, Beatrice. Oh, Admiral, ich hatte nicht erwartet, dass Sie selbst den Teleport vornehmen. Leutnant Scarlett, willkommen an Bord. Wir haben nur wenig Zeit, Leutnant. Inwieweit sind Sie mit der neuen Phantomtechnik von Craig vertraut? Nur das Wenige, das ich in Erfahrung bringen konnte im Netzwerk. Ich habe einen Phantomjäger für 2 Personen. Es ist ein vollkommen übermotorisiert und waffenstrotzendes Vehikel. Wie darf ich das mit dem übermotorisiert verstehen? Der Jäger ist in der Lage, im dreifachen Hyperdrive einen Fluchttunnel zu öffnen und zu verlassen. Der Phantomantrieb ermöglicht uns jederzeit einen Sprung in Echtzeit. Admiral, was meinten Sie mit Waffenstrotzenden? Der Jäger hat 2 neunläufige Geschütze an jedem Flügel. Er verschießt nur ballistische panzerbrechende Munition. Wir haben es bei allen uns bekannten Legierungen versucht. Die einzige Legierung, die standhält, ist die des Schwarms. Und dies auch nur, wenn es keinen Dauerbeschuss gibt. Wow. Sind Sie bereit, Leutnant? Wir sollten weniger reden. Admiral, wo steht das Baby? Admiral, das sind aber mehr wie ein Phantomjäger. Ich weiß von Captain Beatrice, dass Sie einer der besten Piloten unserer Flotte sind. Wenn Sie diesen Auftrag mit mir erledigt haben, wird das Ihre Staffel sein. Unter Ihrem Kommando. Was ist mein Auftrag? Wir wurden von einem der Ratsmitglieder aus dem Galaktischen Rat um Asyl gebeten. Da ich Alana nicht befragen kann, ob die Entra vertrauenswürdig sind oder nicht, müssen wir das herausfinden, denn offenbar gab es einen Versuch, in unsere Systeme einzudringen. Doch mal im Ernst, wer ist so blöde und macht das so offen? Da stimmt etwas nicht. Dann wissen die nichts von unseren KI. So ist es. Admiral, sitzen Sie gut? Ja, Leutnant, Sie können starten. Dann mal los. Phantom Jäger in Navigation. Ich benötige die Koordinaten des fremden Schiffs. Daten werden übertragen. Guten Flug. Habe die Koordinaten empfangen. Danke, Navigation. Wir sind im vollen taktischen Zustand. Ich liebe das Schiff jetzt schon, Admiral. Schnell ist untertrieben. Leutnant, sehr gut. Bringen Sie uns so nahe wie möglich an das Schiff. Scarlett näherte sich behutsam dem Raumschiff der Entra auf wenige Klicks. In der Zwischenzeit erweiterte Henry sein Bewusstsein, um die Person zu finden, mit der er den ersten Kontakt hatte. Scarlett musste mehrmals ihre Position ändern, bis es Henry gelang, die gesuchte Person ausfindig zu machen. Vorsichtig drang er in das Bewusstsein vor. Er erfuhr ihren Namen Dro. Er spürte eine unbestimmte Unruhe, die diese Person belastete. Schritt für Schritt tauchte Henry tiefer in Dros Gedankenwelt ein und plötzlich sah er das Bild eines jener gefährlichen Schlangenkrieger vor seinem geistigen Auge. Dieselben Kreaturen, denen Henry im Galaktischen Rat begegnet war. Die Xologs hatten das Schiff samt Besatzung unter ihre Kontrolle gebracht. Darunter befanden sich viele der Xologs, die Verena sicher nach Hause eskortiert hatte. In Dros Gedanken waren schwarze Behälter präsent, vor denen sie große Furcht empfand. Henry wagte es, tiefer in Dros Bewusstsein einzudringen, wohl wissend, um das Risiko entdeckt zu werden. Ein Wort hallte durch sein eigenes Bewusstsein und ließ ihm einen eisigen Schauer über den Rücken laufen. Baronium. Dann zog sich Henry ebenso behutsam aus Dros Gedanken zurück, wie er eingedrungen war. Kurz bevor er vollständig abbrach, vernahm er einen verzweifelten Appell. Bitte hilf uns. Die Bilder, die Henry durch die Augen von Dro gesehen hatte, waren verstörend. Er gab Scarlett die Anweisung, auf Abstand zu gehen, sich jedoch vollkommen ruhig zu verhalten. Im Anschluss ging Henry in das neuronale Netzwerk und begann dem Schwarm die Situation zu schildern. Ich habe gerade das Bewusstsein einer weiblichen Entra gelesen. Die Bilder, die ich gesehen habe, waren verstörend. Überall in den Korridoren auf diesem Schiff liegen Verletzte. Das Schiff wurde von den Xologs mit Gewalt übernommen. Sie haben so viel Baronium an Bord, dass es mit Sicherheit hier eine Verwerfung mit einer anderen Dimension gibt. Wenn wir hier sind und das Ding hochgeht, gibt es uns nicht mehr. Es müssen sämtliche Baronium-Behälter mitsamt den Xologs aus dem Schiff teleportiert werden, und das möglichst gleichzeitig. Des Weiteren muss das Schiff gescannt werden, damit nicht noch weitere Überraschungen auf uns warten. Die Entra müssen medizinisch versorgt werden,
Da ich nicht weiß, wie weit das Schiff manipuliert ist, muss es desintegriert werden. Zeit ist das, was wir momentan nicht haben. Noch während Henry sprach, startete Verena sämtliche Schiffe des Schwarms zur Position ihres Anführers. Die KIs hatten alle Schiffe übernommen und arbeiteten mit Hochdruck daran, die Xologs mitsamt ihrem Baronium aus diesem Teil der Galaxie zu entfernen. Als die Schiffe aus ihren Sprungtunneln kamen, waren sie in vollem taktischem Zustand. Jeder Teleporter und Scanner wurde sofort eingesetzt, um das Baronium und die Xologs vom Schiff der Entra zu entfernen. Im zweiten Schritt wurde die gesamte Besatzung der Entra an Bord der Schiffe des Schwarms genommen. Die neuen Drohnen-Schlachtschiffe begannen danach sofort mit der Desintegration des Schiffs der Entras. Verena sorgte dafür, dass der Musterpuffer mit dem Baronium samt den Xologs spurlos verschwand. Einen halben Zyklus später, in der neuen Heimat der Entra auf Durox. Ich möchte Sie hier auf Durox herzlich willkommen heißen. Wir alle stehen tief in Ihrer Schuld, was Sie für uns getan haben. Was meine Partnerin sagen möchte, danke. Aus unerklärlichen Gründen ereignete sich genau einen Zyklus nach dem Vorfall die Katastrophe auf der Heimatswelt der Xologs. Der Kern des Planeten wurde schlagartig von Gravitationswellen erfasst und explodierte.